Hi, meine Freunde, wir gehen heute wieder ein bisschen in die City. Was denn? Och nee, da, die ist auch wieder dabei. Wollen ein bisschen shoppen gehen, ich will mir vielleicht ein Buch holen, wegen Fotografie und so. Und vielleicht holen wir noch was für die Spinner. Mal schauen, ob ich das finde. Die Sonne ist extrem am Ballern, wie man sieht. Wir sehen uns gleich wieder. Ich nehme dir einfach das Geld. Sonne. Hui. Guck mal da, Jungs. Die Spinne hat den Cricket gerade in die Ecke getrieben. Ich habe Glück und wir sehen einen grandiosen Fight. Das ist aber ein wunderschönes Tier eigentlich. Sie muss sich einfach nur trauen, die Spinne. Dann hat sie es endlich mal hinter sich. Schade, er weicht zurück. Hat wohl doch nicht geklappt. Ich hätte halt echt gehofft, dass er sagt, yo, ich bin jetzt dein Gegner und friss dich. Leider wohl doch nicht. Ja, ist echt ein kleiner Schisser. Er hat es nicht getan. Dann ist er. Schade. Hallo. Meine Spinne hat sich gehalten, ja. Was hier machen? Zack. Schauen wir mal. Du bist uns dabei, dich zu halten, ne? Nein, ich hab nicht vergessen. Ich will das auch nicht kaputt machen, ich will es aufheben. Nee, der Stein ist zu. Es ist ein Holz, aber ja, okay. Ja, ja, komm her, du. Hup, hup. Geh mal dahin. Das? Nein, die ist nicht blöd. Doch, sie soll blöd sein, das. Dann musst du sie nehmen. Wer drückt sie einfach? Ich will denn? Musst du sie nehmen. Hallo. Ich bin böse, lauf weg von mir. Ja! Ha. Komm, komm! Weil sie sich aufbäumt. Los, komm! Ja, ich glaube, die hat noch nicht so wirklich viel gemacht. Das braucht noch ein bisschen. Ja, aber ich will auch nicht wehtun, wenn ich das Ding jetzt hier wegnehme. No. Zack! Dann lass es so hart im Video. Na, so sieht das aus. Wenn sich die Spinne häutet. Schmeiß es weg. Oh Gott. Feier ich, Jungs. Feier ich. Die Reaktion. Ihr wisst jetzt, wie ich hier ärgern kann. Beste Szene in diesem Video ever. Oh, geil. Schmeiß es weg. Nee, ich war gerade hier am Schneiden für meinen Gaming-Kanal und dann sagt sie, ja, sich gehäutet. Und ich guck so, oh, Tatsache. Ja, du hast gesagt, oh, was? Das ist rumgeschrien. Warum mach ich es weg? Es ist, man spürt es gar nicht so richtig. Es ist, Rase, du packst es. Ah. Guck
Guck mal, da sind die kleinen Äugschlein normalerweise. Lol, du kleiner Fratz, hast dich gescheutet. Ja, das erklärt, warum er nicht gefressen hat. Ja. Hoffentlich wird er jetzt fressen. Wir schauen mal. Den Stäbchen, wenn es geht. Ihh, der ist schon wieder am Kochen. Und da werde ich gerade für meinen nächsten Vlog wahrscheinlich gefilmt. Was kostet denn ein tolles? Deine Mutter. Nein, wir machen heute Sukiyaki, aber auf deutsche Art und Weise. Eingedeutscht. Eingedeutscht, das ist meine freie Interpretation von dem Gericht. Ganz wichtig ist auch, wenn ihr schneidet, lasst euch Zeit. Ihr seid hier keine Meisterköche oder keine Chefköche und müsst euch beeilen. Mit seiner tollen Kamera. Ja, muss alles aufgenommen werden. Ne? So, wir machen ein Schälchen hier. Das sind heute ordentlich. Ich hätte natürlich die Zwiebeln jetzt auch nochmal extra eine Schale tun können, aber hey. Ich wollte jetzt nicht 50 Millionen Schälchen stehen haben. Ja, du bist voll konzentriert hier, die Paprikastückchen aufzuheben. So, meine Freunde, ich weiß gar nicht, wie der Stand momentan von dem Vlog hier ist. Ich habe jetzt auch schon mehrere Tage nichts aufgenommen. Sollte aber kein Problem sein. Ich bin gerade in meinem Gaming-Room, sage ich mal. Ich renne da gerade den neuen Endscreen für Assassin's Creed Odyssey. Das Spiel kommt in jetzt gerade mal 1,5 Stunden raus für den PC. Auf der Konsole ist es jetzt schon verfügbar für die viele, was mich schon wieder umkotzt, weil ich gerne auch zocken würde. Na gut, dem Kleinen, Doc da hinten in der Ecke, dem geht's sehr gut. Der hat inzwischen gefressen einmal, hat mir das sogar schön vor die Höhle gelegt. Ist der Motto, guck mal, ich habe gegessen. Natürlich hat er das gemacht, um seine Höhle aufzuräumen, aber klar. Er hat sich gehäutet und fühlt sich jetzt wohl. Jetzt sollten auch die Tage endlich mal Sachen ankommen, dass ich die Höhle verfeinern kann, beziehungsweise das Terrarium. Es sollten einmal noch eine Ersatzbirne kommen für die Wärmelampe, weil das ist wichtig, wenn die mal kaputt sein sollte, jetzt im vorigen Winter. Ist besser, wenn ich eine auf Ersatz habe, finde ich. Dann sollten neue Pflanzen noch kommen. Ja, leider ist ein Paket bei Amazon Logistik irgendwie kaputt gegangen. Oder das beste Begründung, ihr Paket konnte nicht zugestellt werden, weil es entweder beschädigt wurde oder weil es Gefahrstoff enthält. What the fuck? Vor allem Amazon ist ein Laden, die Salzsäure, Salzsäure, Schwefelsäure und so was verkaufen in hohen Prozentzahlen. Deswegen, das kommt dann einfach im Paket mit ein bisschen Styropor drauf, weißt du? Sie erzählen mir was von Gefahrstoffen. Ich als Chemikant hab da dann nicht mehr so einfach nur so, bitte was wollt ihr von mir? Ich trage übrigens den Get On My Level Hoodie. Der ist inzwischen mein Gabel Hoodie geworden, weil die Schriftart einfach total kaputt geht und sich total verfärbt hat. Guckt euch allein an das L an. Ja, still scharf. Okay, machen wir so. Da seht ihr es. Und das kommt jetzt nicht vom falsch waschen oder so, weil... komm mal. Ah, geht doch. Das kommt nicht vom falsch waschen, denn der Hoodie wurde immer umgedreht beim Waschen und so weiter und ich habe den auch nicht so oft gewaschen und ich habe den auch nicht so oft gern gehabt. Bisschen sehr enttäuschend. Das gleiche Problem habe ich, beziehungsweise nicht das gleiche Problem, sondern ich habe auch ein Problem mit der Jogginghose. Die Innentaschen, also die Hosentaschen, die haben bei mir Löcher. Und da habe ich nur mein Handy reingetan, mein R8 Plus. Ja, finde ich auch ein bisschen kacke. Also da ist die Qualität nicht so geil. Dafür muss ich sagen, die Jacke hier habe ich hinter mir hängen und der dicke Hoodie, dieser Zip-Hoodie da, der ist super. Der Mansleeve, wie du heißt, den finde ich auch immer noch geil. Aber ich dachte, diese Kammer-Hoodies optisch cool, aber der Druck ist einfach für den Arsch, muss man einfach sagen. Leider. Ja. Was willst du dazu sagen? Das habt ihr gehört, der Longsleeve, dieser Get On My Level Design da, das kratzt. Na gut, wenn du ihn trägst, stört sich das nicht, aber ja, den finde ich auch noch ganz okay. Ja, leider ein bisschen doof, sage ich mal, aber hey, man so kannst du mal sieht, was sexy aus. Guckt euch das mal an hier, die Aurora. Und da ist gerade am Rendern. Ey, ich finde das gerade so optisch, so jetzt hier, so wie ich hier hocke, richtig optisch geil. Ich weiß, ich muss mir informieren, wie es für die Spinne ist, hier, wenn sie hier steht. Deswegen, ich habe ja gerade schon das Licht ausgemacht, beziehungsweise schon vor über einer Stunde.
damit die ihre Nachtzyklus drin hat. Aber ich frage mich, ob das nicht Zeit für sie ist oder ob sie das überhaupt sehen kann, weil Nacht, es gibt ja auch Nachtlichter, die können die Tiere gar nicht sehen, aber du kannst die Spinne voller Pracht noch sehen. Ich bin gleich mal darüber informieren, momentan mache ich es so. Bis jetzt stört sich das hier, beziehungsweise ich mache es auch nicht immer, ich habe es jetzt einmal an. Seit einer Woche vielleicht mache ich es mal, sage ich mal, das hoffe ich stört dem Tier nicht so sehr. Ja, ansonsten schauen wir, wie der Video weitergeht, ob der weitergeht und was da passiert ist, ich weiß gerade gar nicht. Wir schauen mal. Kleiner Anger noch. Ich dachte eigentlich, mir würde die Kamera zuerst runterfallen, nein, es ist meiner Freundin zuerst runtergefallen. Ich habe gekocht und sie hat einfach darauf hingestellt und es ist aus dem Schrank gefallen, hat die Kamera voll auf den Boden gehauen. Ist auf den Zoom-Ring, ja, auf das Ding, was man hier vorne habe, drehen kann. Der knackt jetzt ein bisschen, aber sonst funktioniert die Kamera zum Glück noch immer ein. Ich bin froh, dass die Kamera so heil ist. Natürlich habe ich auch noch einen Display-Schutz gehabt, das hat auch wahrscheinlich ein bisschen was gebracht, dass das Display nicht irgendwie kaputt geht oder so. Aber ich bin froh, dass sie noch heil ist und noch funktioniert, sonst könnte ich nicht so geile Vlogs für euch aufnehmen. Yeah. Moin Moin Freunde! Meine Freundin ist am Zocken. Da hockt sie. Ja. Zockt ein bisschen Horizon Zero Dawn. Da sind meine Fitnessgeräte. Habe ich schon eine Instagram-Story erzählt, dass ich jetzt im Trainieren bin, ein bisschen Fitness mache. Und wir haben uns noch was Schönes bestellt. Man ist das laut. Und zwar benutze ich ja momentan Fesky als... Weil du den Fernseher lauter gemacht hast. Warum? Weil wir gerade noch was geguckt haben. Warum? Ja, warum gucken wir was zusammen? Das frage ich mich auch. Einmal Fesky für den ganzen Eistee-Ersatz und so weiter, damit ich nicht so viel Zucker zu mir nehme. Und jetzt aber heute kam das an. Das schmeckt schon mal ultra lecker. Eine Riesenpackung. Ja. Protein, White Chocolate, Coco. Ist mega lecker. Das hat mich so darauf inspiriert, dass ich jetzt nochmal 6 Dinger bei Neosubs bestellt habe. Das ist ja die Marke von Uwe, Flying Uwe. Einmal noch 3 weitere solcher Drinks. Das sind so Drinks und dann noch Tabletten, 2 Stück. Einmal AKG war es, glaube ich, irgendwie so was. Das ist für Muskelaufbau und so weiter. Wie Uwe sagen würde, zum Poppen. Haha. Und dann einmal Fettburner, weil ich habe ja hier ein dickes Bäuchlein. Ich wiege ja mein Gewicht und ja, dann noch ein paar so Riegel habe ich bestellt. Einfach so, wenn man morgens hat, nimmt man erstmal diese AKG waren sie, glaube ich. Heißt irgendwie AAKG heißen sie, glaube ich, wenn ich mich täusche. Ja. Tabletten auf leeren Magen. Dann kommt das Frühstück aus einem so einem Shaker und einem Riegel würde ich dann machen. Und dann über den Tag werde ich schon Fesky trinken und den Fettburner nehmen. Beziehungsweise Fettburner werde ich, glaube ich, auch noch vor dem Shaker nehmen. Und dann mal schauen, wie das nicht klappt. Und halt jeden Tag meine Sätze machen und alles. Dann fangen wir erst damit an. Ich merke, ich habe schon mit dem Training angefangen. Ich merke schon den Muskelkater, muss ich sagen. Ja, Haare sind on point. Ansonsten werde ich auch Videos dazu machen. Jetzt denke ich mal einfach so einen Monat. Jetzt, ich habe gesagt, ich habe jetzt mal einen Monat Vorrat. Werde ich einfach mal einen Monat damit durchziehen und dann machen wir einfach mal so eine Videoreihe durch. Vielleicht kommt ja noch ein Sponsoring von Flying Movie dabei. Wäre ja Traum. Weil die Scheiße ist ganz schön teuer, muss man auch sagen. Also, du bezahlst für einen so einen Bottich, je nachdem, was du kaufst, zwischen 25 und 33 Euro. Die Tabletten kosten zwischen 17, glaube ich, oder 12 waren es. Sagen wir 12 und 30 Euro. Und diese Packung Riegel kostet auch irgendwas mit den 37 Euro. Meine Freundin ist verdammt laut. Gut. Warte, Leute. Ja, mach doch mal richtig. Hallo? Mann! Also, das Interessante ist, warum sieht das so lila aus? Guck mal, wie lila das aussieht. Oh, dann war die jetzt kaputt. Oh. Oh. Ja, schau. Ja, da ist tot. Ich hab's kaputt geschlagen aus Versehen. Du hast kaputt geschlagen aus Versehen. Oh. Ja? Ja, was? Mein Freund lässt mich jetzt allein. Ich muss Assassin's Creed Odyssey jetzt zocken. Er muss. Ich muss suchten. Ich will scharf sein.
Freund soll nicht scharf sein. Ich will das. Hallo. Ich habe halt das geilere Gesicht von uns beiden. Was machst du da? Willst du deine Zähne filmen oder ja, nein. Das ist alles im Video drin. Warum geht das nicht scharf? Weil du in der Einstellung bist vom Schärfer einstellen, du Vollhonk. Oh, du bist in manuellen Fokus reingegangen. Komm ich da wieder raus? Ja. Yeah. Nein. Ja, gib her. Nee, warte. Da wirst du nichts machen können mit. Es läuft alles über Touch. Mein Gott, einmal mit Profis arbeiten. So. Bist da. Wow, ein Stern. Also. Egal, so. Jetzt hast du einen Autofokus, bitteschön. Ja, schau wie schön. Von wegen, du hast das schönere Gesicht als ich. Meins wird erkannt, das nicht. Weißt du? Ha! Wolltest du jetzt noch heulen oder was? Ja. Entschuldigung, ich muss mir sogar eine Wärmflasche machen, weil mein Freund mich nicht genug kuschelt. Man sieht sich gar nicht. Ich will nur anmerken, ich war bis heute Nacht 0 Uhr wach, weil ich dachte, es ist ein Street kommt raus, aber auf Steam kommt ist heute erst um 18 Uhr rausgekommen, anstatt um. Du bist ja schon wieder drauf! Ja! Was bist du? Kann man nur so behindert sein? Mein Gott! Ja, warum hältst du es auch am Display? Ich hält das hier an der Seite. Ja, Linkshänder! Man nimmt es unten! So macht unten. Man! Ja, so macht man das! Unten! Da, unten! Nur mal das auch hier so Stativ, weißt du, Digga? Unten! So, also nochmal zum Thema zurück. Ich wollte eigentlich ab heute um 0 Uhr aufnehmen, Assassin's Creed Odyssey, das kam leider erst bei Steam erst um 18 Uhr raus, weil Steam sind Hurensöhne, fertig aus, das haben wir jetzt in letzter Zeit öfters gehabt. Und ich habe den ganzen Tag mit der Ollen da verbracht. Sie hat sogar gezockt, wie ich aufgenommen habe, habt ihr ja gesehen. Die war am Zocken, nicht ich, ja. Also, nur 50 Minuten. Ja, abgemessen. Ah, warme Klatsche. Genau 50 Minuten. Ja. So, meine Aurora sieht ja sexy für mich aus. Oh ja, ich liebe Aurora. Das ist die geilste Erfindung, die es gibt. Bald kommt auch was Neues von Nanoleaf raus. Mal gucken, das werden wir uns vielleicht auch noch holen. Ja, los, geh. Geh. Okay. Also ist meine DSLR, die ich an den PC angeschlossen habe. Für Leute, die sich fragen. Ja, Kameratechnik ist bei mir am Start. Ist immer noch nicht weg, ey. Immer noch nicht. Na endlich, endlich unter Männern. Was, na endlich? Ja, hast du. Habe ich übrigens weißere Zähne, Leute? Nein, bei dem Licht sehen sie gerade nicht dabei. Ja, beim Licht nicht, nein. Ich habe mir ja diese komischen, ich habe mir so Weißstreifen gekauft. Haben ein bisschen aufgehellt, aber nur Teil vom Zahn, nicht komplett. War schon mal ein bisschen kacke, was angeht. Problem jetzt bei mir ist einfach so, die haben mir das jetzt so aufgehellt, dass man, ich habe einen Riss im Schneidezahn, dass man den Riss jetzt sieht. So, jetzt so anhand, wenn man nicht direkt weiß, dass er da ist, sieht man ihn nicht. Wenn man weiß, dass er da ist, sieht man ihn. Vor allem, wenn man Licht drauf macht, dann sieht man ihn richtig hart. Nicht so gut, aber ich dachte, den Riss, da habe ich den einen Riss habe ich seit Jahren, den anderen hat sie mir verpasst. Mit einer dicken Kopfnuss. Ja. Aber läuft auch schon seit Monaten mit rum, beziehungsweise mit dem anderen schon seit Jahren und es ist nichts passiert. Es ist ein Wunder, dass der Zahn überhaupt noch zusammenhält, aber wenn er abbrechen sollte oder was, dann ist das halt so. Dann sind halt Jugendsünden, das sind meine Jugendsünden, kaputte Zähne. Obwohl eigentlich meine Zähne waren eigentlich immer gut, muss ich sagen. Meine Mutter hat mich immer ausgeschimpft bei Zähneputzen und so weiter, weil ich das nicht eigentlich nicht machen würde, richtig und so weiter. Und ich habe immer beim Zahnarzt gehört, dass meine Zähne vollkommen gut sind und in Ordnung sind. Ich finde einfach gut. Nur bei ihr gab es immer Probleme. Das einzige Problem, was ich immer hatte, war früher Zahnstein, aber das ist dann auch mir letztes Jahr überhaupt gar kein Problem mehr. Ich hatte früher echt so Anfang 20 oder was, hatte ich extrem Probleme mit Zahnstein. Muss sagen, ich weiß gar nicht, wo kommt Zahnstein her? Aber nur mit Zahnstein. Sonst Karies sowas nie gehabt. Jetzt habe ich auch über Zähne geredet. Naja. Amazon-Pakete sind heute angekommen. Habe ich auch noch im Vlog. Ich habe gerade den Vlog geschnitten, deswegen weiß ich das. Das eine Paket, das jetzt kaputt gegangen ist, kam nochmal. Habe ich direkt nochmal bestellt. Hier war hier so eine Glühbirne. Ich empfehle hier Exoterra. Die sind ganz geil. Und dann habe ich mir noch so eine Pflanze bestellt, die laut Beschreibung eigentlich kleiner war. Aber ja. Ihr seht. Es wird ein bisschen eng werden. Vor allem, weil der Sand auch noch aufgeschüttet wird. Heißt, das Ding wird ungefähr so da stehen. Gucken, ob ich es drin lasse. Ich weiß noch nicht. Wir schauen mal. Hier übrigens meine Webcam. Die habe ich da. Das ist das Stativ von der billig Action Cam. Übrigens, habe ich einfach dahin, wenn ich mal wieder so einen Stream mache.
dann, ja. Wenn ich einen Film bzw. einen Spinnstream mache, dann ist das ganz cool so. Da in der Box habe ich die Haut drin und dann sein erstes Essen. Und da in der guckt er. Ist ein Süßer. Ich mag die Spinne inzwischen sehr. Der hat das halbe Aquarium schon umgegraben jetzt, weil ich ihm da leider jetzt ein bisschen den Stein verschoben hatte, weil irgendwas war mit ihm, glaube ich. Irgendwas habe ich gemacht. Da habe ich den Stein verschoben. Und seitdem hat er sich jetzt wieder einen neuen Platz geholt, seinen ersten Platz, den er sich damals geholt hat. Aber ja, mal schauen, vielleicht wenn er wieder anfängt zu arbeiten oder was. Beziehungsweise er wird eh spätestens am Freitagabend von kommen, wenn die wenn am Freitag die Pakete kommen mit den ganzen Sachen, dann wird nochmal umgebaut. Da wird das Aquarium aufgefüllt und nochmal neu designt, sage ich mal. Da wird das Aquarium auch von hier, jetzt steht er hier auf dem Platz, sieht man aber in meiner Webcam, wird dann jetzt hier hinwandern, wo mein Router und mein Drucker steht. Der Drucker wird dann hier rüber wandern. Da mache ich dann mal so eine kleine Office-Ecke in Anführungszeichen. Ich habe da schon die ganzen Pakete weggeräumt. Hier oben die Pakete sind auch alle weg. Da kommen dann halt jetzt so ein bisschen Presenter, meine Boxen, die hier so Musikboxen, Leute, die ein bisschen teurer waren, sag ich mal. Die ich gerne ein bisschen zeigen würde, gerne. Weil die sind mir, finde ich ein bisschen cooler, als wenn da die ganze Zeit die Boxen stehen. Die Boxen sind jetzt im Schlafzimmer gewandert. Das kann ich euch auch mal zeigen. Aurora Hintergrund. So, dann füllen wir diesen Vlog nochmal ein bisschen mit Content. Alexa, Aurora an. Bam. Klappt immer noch wunderbar. Und da seht ihr schon. Bam. Auf meine Manga-Buchsammlung so ein bisschen. Hier ist nochmal ein Trainer, den ich irgendwie gefühlt nicht benutze. Da sind die ganzen Collector's Editions jetzt am Stehen. Ein bisschen rumgeräumt. Das ist hinter der Watch Dogs. Sieht man hier so ein bisschen, da steht die ganze Steam-Scheiße, die nur semi-gut funktioniert. Ja, und wie gesagt, hier den ganzen Collector's Edition, die Figuren sind zum Teil raus. Hier ist immer noch die Figur drin, ist aber nur eine Action-Figur, deswegen stelle ich sie nicht auf, finde ich ein bisschen kacke. Ich mag Action-Figuren einfach nicht. Aber ansonsten sind hier überall noch so Flachmann ist da zum Beispiel noch drin, weiß ich, und Karte. Da sind noch Postkarten und alles drin oder Artbooks sind hier überall noch drin. Oder in der ist zum Beispiel auch noch eine Vinylplatte oder in der Ni No Kuni ist noch eine Vinylplatte sogar drin. Ja, ich habe viel, viel Zeug. Sind, glaube ich, inzwischen jetzt hier an Collector's Edition 14 Stück, die hier stehen. Haben sogar jetzt, würden man sie zum Neupreis kaufen, um die, was hatte ich gesagt, Ausgleich gehabt, irgendwie 2100 Euro wären das gewesen. Ja, durch den Sammlerwert sind die allein schon wesentlich teurer, teilweise. Man nehme zum Beispiel die Bioshock Ultimate, Infinity Songbird Edition. Da ist allein der Vogel schon den Preis wert. Und vor allem hier die Zweier in dem guten Zustand mit Platte, Vinylplatte und allem ist auch nochmal eigentlich richtig viel mehr wert. Oder hier die ausverkaufte Final Fantasy 15 Collector's Edition. Ja gut, die Uncharted Collector's Edition, die hat den Wert verloren sogar. Weil die halt, das ist so ein bisschen kacke, das ist so Massenproduktion gewesen. Bei der Figur, bei der Box, die habe ich ja damals selber nur für 60 Euro gekauft. Die war anfangs, wo die rauskam, irgendwie 150, 180 Euro. Deswegen. Und dann hier auch noch Overwatch und so weiter. Ach ja, ich habe schon so kleine Schnuckelchen hier stehen. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Deswegen zeige ich es euch auch. So, und damit der Vlog endlich mal kommen kann, machen wir aus. Deswegen ist das jetzt die letzte Szene hier. Aurora, mach mal hell, was zeigst du mir da? Zeig mir eine Robbe, die sich lange zusammengedrückt. Alles klar. So Jungs, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielleicht wieder ein Spinnvideo oder das Fitnessvideo, was ich gesagt habe, wird dann kommen. Mal schauen. Haut rein. Ich sag auch tschö. Ciao, ciao.